Heute geht es wieder rauf auf die Harley zum Bungsberg, einmal die Aussicht genießen und dann weiter zum Ostseebad Dahme. Die Regensachen haben wir absichtlich zu Hause gelassen. Wir starten mit der Tour in Preetz über den Bungsberg hin zum Ostseebad Dahme. Da gibt es einen Imbiss zurück über Lensahn, Eutin nach Plön. In Plön gibt es einen ordentlichen Kaffee und dann zurück über den Aschberg nach Preetz. Die ganze Strecke ist mit dem TomTom 55 geplant und auf spannende Route eingestellt. Das Wetter, ja, leicht bewölkt, von 13 bis 16 Grad, ziemlich windig, war alles dabei. An der Shell-Tankstelle im Preetzer Zentrum starten wir die Tour vollgetankt. Danach geht das gleich raus aus Preetz Richtung Osten. Und hier starten wir gleich rein in eine super coole Kurvenstrecke. Die kann ich nur jedem empfehlen. Hier bekommt man das Gefühl, als würde man durch die Kornkammer Schleswig-Holsteins fahren. Stark ausgeprägt hier auch die typische Schleswig-Holsteiner Knicklandschaft. Laut Statistik soll Schleswig-Holstein 46.000 Kilometer Knick haben. Der Fernmeldeturm auf dem Bungsberg taucht am Horizont auf. Dort angekommen laufen wir erstmal hoch zum Aussichtspunkt. Laut Wikipedia, der Bungsberg ist mit 167,4 Metern über Normalhöhennull die höchste Erhebung in Schleswig-Holstein. Den Ausblick muss jeder in Schleswig-Holstein mindestens einmal gesehen haben. Natürlich gibt es hier auch jede Menge Plätze für Picknick. Einfach mal benutzen. Meter weiter kommen wir zu einem großen Parkplatz mit wunderbarer Gastronomie und dem Elisabethturm. Laut Wikipedia, der Elisabethturm ist ein Aussichtsturm in der schleswig-holsteinischen Gemeinde Schönwalde am Bungsberg. Danach geht das einen gut befestigten Schotterweg
zur festen Straße. Der Wind nimmt stark zu. Die Windmüller hier in der Region werden sich vor Freude auf die Schenkel klatschen. Jetzt kommen wir zum Ostseebad Dahme, gelegen an der Lübecker Bucht. Wir suchen noch nach der idealen Stelle, um möglichst dicht an die Strandpromenade zu kommen. Meine Empfehlung: an der Seebrücke das Moped parken und unten an der Milchbar was essen. Dann habt ihr das Beste mitgenommen. Zurück fahren wir am Deich entlang Richtung Norden und dann biegen wir links ab, zurück durch die Stadt Dahme in Richtung Eutin. Jetzt sind wir kurz vor Plön. Auch hier hat uns das TomTom mit der spannenden Routenführung sicher hingeführt. Am kleinen Plöner See gibt es einen tollen Rastplatz, der auch als Motorradtreff bekannt ist. Bei gutem Wetter findet man hier leicht mal bis zu 100 Mopeds stehen. Und damit geht unsere Tour hier jetzt zu Ende. Wir fahren vom Plöner See über Aschberg zurück nach Preetz. Was gibt's da zu sagen? Landschaft und Region waren bei Bungsberg und Dahme klasse. Die Sehenswürdigkeiten, gut, Bungsberg, tolle Aussicht, Dahme etwas weniger. Laufen konnten wir bei beiden ungefähr 250 Meter. Eintritt kein, Tankstelle bei Dahme ja. Bistro und Snacks, ja, am Bungsberg konnten wir das nicht ausprobieren, aber in Google konnte man die Getränke- und Speisekarten ansehen. Alles hervorragende Ziele. Also Daumen hoch für Bungsberg, Daumen hoch für das Ostseebad Dahme. Thank you.